Scheiße. Was soll er machen? Was überhaupt? Warum steht der hier? Hä? Der kommt mir aber mega bekannt vor, ihr nicht? Ja. Sollen wir eben kurz absichern die Stelle? Ja, nee, ruf du mal die Polizei bitte an. Ja, okay, ich rufe an. Ich war gerade mit meiner Schwester unterwegs zu ihrer neuen Wohnung. Sie hat diesen Umzug als letzte Möglichkeit gesehen, ihrem Stalker ex endlich zu entkommen. Der hat ihr nach der Trennung noch so übel nachgestellt, dass sogar ein Kontaktverbot erlassen wurde. Ja, und dann stand auf dieser Autobahn dieser herrenlose Anhänger. Der kam mir die ganze Zeit schon bekannt vor. Der sah genauso aus wie der vom Umzugsunternehmen, was wir beauftragt hatten. Hallo? Jetzt. Auf Streife, die Spezialisten. Scheiße, Caro. Alles gut, alles gut. Bleib ruhig. Versuch irgendwie ruhig zu bleiben, okay? Hilfe ist sofort da. Hey. Hallo? Hallo? Kommen Sie bitte schnell mit. Meine Schwester ist da hinten eingeklemmt. Caro, Hilfe ist jetzt haben da. Sie schon Rettungswagen? Haben Sie schon Rettungswagen bestellt? Ja, ja. Hallo, können Sie mich hören? Hier ist die Polizei. Ja. Können Sie mich sehen? Ja. Haben Sie starke Schmerzen? Ja. Das Bild, was uns hier gezeigt hat, war natürlich völlig katastrophal. Wir hatten zum einen diesen herrenlosen Anhänger, wir hatten aber auch zwei ineinander geschobene Fahrzeuge. Dazwischen war eine Frau eingeklemmt mit starken Schmerzen. Und was ich da gesehen habe, das hat mich erst mal ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Machen Sie mein Motor aus! Hallo, Motor ausmachen! Motor ausmachen! Motor ausmachen! Motor aus! Berühren Sie nicht die Pedale! Motor ausmachen! Verdammt nochmal! Den Motor aus! So auslassen! Motor aus jetzt! Ja, ja, ist ja gut! Verdammt nochmal! Den Motor aus, verdammt nochmal! Tut mir leid, war's da gut! Herrgott, hier steht nicht der Karnevalswein! Ja! Als ich diesen panikschiebenden Mann gesehen habe, habe ich nur gedacht, mein Gott, ist der jetzt wahnsinnig geworden? Wenn der das Auto jetzt noch mal anmacht und ein Stück vorfährt, dann können wir einen Leichenwagen bestellen. Ziehen Sie den Schlüssel ab! Schlüssel abziehen! Den Schlüssel abziehen und aufs Armaturenbrett legen! Ja, ist ja gut, tut mir leid! Hände aufs Lenkrad! Sicherst du den, dann kümmere ich mich um Sie. Pass auf, Sie bleiben ruhig. Sie bleiben so, wie Sie genau sind. Unser Unfallverursacher, der hat mir ein bisschen zu viel Panik geschoben. Und der sah auch für mich nicht so aus, als hätte er einfach nur einen Unfall verursacht. Sondern also für mich sah er aus, als hätte er die Hutschnur voll Drogen. Und das musste auf jeden Fall überprüft werden, ist doch klar. Da kommt der Rettungsdienst, ja? Ja. Alles gut. Alles gut, Caro. Hilfe ist sofort da. Hallo? Können Sie mich hören? Ja. So, wo haben Sie Schmerzen? Wahrscheinlich stark an den Beinen, ja? Ja, an den Beinen. Okay. Mein Kopf tut weh. Okay, so. Müssen wir gleich Folgendes machen. Braucht ihr Hilfe? Trage ran, Beinbord ran und dann den Wagen ganz langsam zurück. Aber jetzt noch nicht. Da sitzt noch einer drin. Ja. Langsam aus dem Fahrzeug aussteigen. Ich habe keinen Bock, die Waffe wieder zu ziehen, Kumpel. Also komm raus, ganz cool. Ja, ja. Bleib cool, dann bleib ich auch cool. Aussteigen. Ja, ja, ich bin ja dabei. Kann ich irgendwas machen? Ihnen geht's aber nicht gut, ne? Doch, doch. Ich danke. Den kenne ich. Die Hände seitlich auseinander. Arnold von 1332. Als der Typ endlich aus dem Auto ausgestiegen ist, dachte ich, trau meinen Augen nicht. Das war Sebastian. Sebastian gehört dieses Studentenumzugsunternehmen, was wir beauftragt hatten. Der sollte eigentlich den Anhänger fahren. Der ist aber schon längst vor uns losgefahren. Der hätte schon längst an der neuen Wohnung sein müssen. Was war denn da los? Ich mache als allererstes ein Monitoring vom Rücken, ja? Schneid mal ein T-Shirt auf, ja? Ja. Sind jetzt ganz, ganz viele Hände, die an ihnen rumfummeln. Bitte nicht erschrecken, ja? Da Caro eingequetscht ist, kann Sanitäterin Marion Fröhlich nicht erkennen, wie schwer die Patientin verletzt ist. Lena versteht nicht, wieso der Nachbar ihrer Schwester nicht früher abbremste. Schließlich stand quer auf der Fahrbahn ein kaum zu übersehender Anhänger. Caro geht es derweil immer schlechter. Marion, ich habe eine Pulsdifferenz zwischen Fußpuls und Radialis, ja? Das wollte ich doch. Ne? Was passiert? Das heißt, die wird uns wahrscheinlich gleich wegsacken. Ruhig. Ja, das wollte ich doch aber nicht, Mann. Geht's dir denn gut? Da können wir doch nicht sehen im Moment. Wir haben ein bisschen Probleme hier. Das wollte ich doch nicht. Das tut mir doch leid, Mann. Glaube ich Ihnen. Wir kommen gleich zu. Ich habe hier super mega Prellmarken.
Ja. So, wir brauchen ein bisschen Unterstützung von euch. Wir befürchten, dass sie uns komplett kollabiert, wenn wir jetzt den Wagen wegsetzen. Und der Wagen muss ein Stück zurück. Wir hatten hier diese eingeklemmte Frau, die wir da rausholen mussten. Aber uns war bewusst, wenn der PKW jetzt wegrollt, dann wird sie in sich einfach zusammenbrechen. Wir mussten sie aber achsengerecht bewegen, um eventuell gebrochene Knochen nicht noch weiter zu verschieben und die Schäden, die sie eh schon hatte, noch zu vergrößern. So, bleiben Sie ruhig. Können Sie mich mal angucken einmal? Komm mal hier. Okay, boah, der Pupillen wie UFOs, ey. Ja, ja. Eine Sekunde noch. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände am Körper? Hören Sie mir zu, haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände am Körper? Das tut mir leid. Hey, hören Sie mir zu, haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände am Körper, an denen ich verletzen könnte? Nein. Hat er sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Was ist denn passiert bei ihm? Erzählen Sie mal. Ja, abgebremst und dann hat es auf einmal schon geknallt. Und aus medizinischer Sicht gesehen war diese Kopfplatzwunde für mich vor Ort recht einfach zu behandeln. Alles Weitere wird in der Klinik übernommen. Was viel schwieriger war, war diese Verhaltensauffälligkeit von dem jungen Mann. Also ob der jetzt unter Drogen stand oder sich irgendwelche Pillen eingeschmissen hat, man kann es halt jetzt erstmal nur vermuten. Aber der hat einen ja auch gar nicht wirklich ausreden lassen und hat nur unvollständige Sätze gesprochen. Ich würde das Beimord von hinten rum reinschieben, sobald das Auto nach hinten geht. Hinten rum reinschieben, dass wir sie ja nach hinten auf das Beimord kippen. Dann brauchen wir sie nicht drehen, dann können wir sie direkt draufkippen. Ja, machen wir so. Okay, da passiert jetzt aber nichts, oder? Wir geben alles, glauben Sie uns, wir geben alles. Bisschen Vertrauen. Du bist bereit? So, wir halten sie, ja? Okay, ganz langsam. Bereit? Du auch? Fuß von der Bremse? Ja. Jetzt ganz langsam. Ja, ich bin auf dem Boden. Noch nicht ganz. Noch ein Stück raus. Noch ein Stückchen. Ja. Das Auto muss ein Stück zurück. Noch was zurück jetzt. Ja, zurück das Auto. Ja. Noch ein Stück. Alles klar. Gut. Handbremse. Feste. Handbremse. Gut, dann mal hinlegen. Gott sei Dank traf ganz, ganz schnell der andere Rettungswagen ein. Denn nur mit vereinten Kräften der Polizei und der anderen Rettungskräfte konnten wir diese Frau dort befreien. Caro, ist alles gut? Hörst du mich? Caro, wer sind Sie? Ich bin die Schwester. Sie sind die Schwester, der ist an die Seite, bitte. Tut Ihnen irgendetwas weh? Nein, alles gut. Sie sind ja, Sie sind ja nicht aufgefahren, ne? Gut. Okay. Wir kommen gleich zu Ihnen. Eins, zwei, drei. So. Ist passiert. Ist das richtig so? Alles okay. Ab jetzt wird es von Minute zu Minute ein bisschen besser. Ja. Ja? So. Decke drauf. Wir sind bei Ihnen. Wir lassen Sie auch nicht alleine. Caro, ich bin bei dir. Caro hat sich gerade erst von ihrem besitzergreifenden Freund getrennt und wollte mit ihrem Umzug ein neues Leben beginnen. Trotz der Angst um ihre Schwester will Lena sich mit Polizistin Sabine Liebig den herrenlosen Anhänger ansehen. Denn der ähnelt verblüffend dem von Caro angemieteten Umzugstransporter. Das sind Caros Umzugssachen. Das sind die Sachen von Caro. Das ist unser Anhänger. Das war unser Anhänger. Das heißt, Sebastian hat den irgendwie verloren. Wie geht denn sowas? Und dann ist er umgedreht und war auf einmal wieder hinter uns und hat dann Caro einfach umgefahren? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Wer heißt der Gute denn? Hast du einen Perso mal gesehen? Der heißt Sebastian. Ach, das wissen Sie? Der heißt Sebastian. Ja, ich kenne den. Ich kenne den. Wie heißt der denn mit Nachnamen? Achtung, Motorrad! Ungeachtet der Rufe der Spezialisten fährt der Motorradfahrer weiter in die großräumig abgesperrte Unfallstelle. Sein Auftauchen alarmiert Lena. Sie können jetzt hier im Moment nicht durchfahren. Wir haben hier einen Unfall. Ich habe das Auto von meiner Freundin gesehen. Stopp! Nicht näher! Nicht näher kommen. Das ist Caro. Nicht näher, das ist der Ex-Freund. Das ist der Ex-Freund von Caro. Stopp. Alles gut, alles gut. Was willst du hier? Ich bin gerade auf dem Weg zum Kumpel. Jetzt habe ich Caros Auto gesehen. Auf dem Weg zum Kumpel. Ja, wo ist der Kumpel? Willst du mich verarschen jetzt? Aber Moment, wenn das ihre Ex-Freundin ist, die da gerade auf der Trage liegt. Ja, nicht nur Ex-Freundin, das ist so ein Psycho-Scheißkerl. Da ist, die hat haben Sie mal einen Ausweis dabei? Wir haben eine kurze Beziehungspause hier. Beziehungspause, willst du mich verarschen? Gib dir mal einen Ausweis. Was ist mit Caro? Geht's dir gut? Nichts mit Caro, das geht dich nichts an. Woher weiß der denn überhaupt, dass seine Ex-Freundin hier ist? Ja, komisch, oder? Das Woher wissen Sie das? Ich bin gerade auf dem Weg zum Kumpel. Rein zufällig. Willst du mich? Herr Kartmann? Nein. Kleinen Moment mal. Anna von Rohr, 1332. Ich bräuchte mal eine Person F, bitte. Das kann kein Zufall sein, dass Tim hier einfach so aufkreuzt. Der hatte 100 Pro was mit dem Unfall zu tun. Hau ab!
Hau ab, Tim! Das nervt mich nicht, Tim, hier. Nervt mich nicht. Ich will wissen, was mit Caro ist. Was willst du hier? Nein, du gehst aber nicht zu Caro. Du darfst gar nicht sagen, was willst du hier? Mann wie Frau. Das ist meine Freundin. Hallo, hallo, hallo! Tim, was... Was soll denn der Käse hier? Ja, ich hab ihn kurz verhältern. Und zwar liegt tatsächlich ein Schluss vor. Er darf sich der Frau Hiller um 500 Meter nicht nähern. Wann verschließt es? Hat ein Annäherungsverbot erteilt bekommen. Herr Kartmann, das wirft ein ganz anderes Licht auf Sie. Na, Sie sind nämlich schon, er gibt einen richterlichen Beschluss. Das heißt, Sie haben eine Anzeige bekommen wegen Nachstellung. Man sagt auch so im Jargon Stalking dazu. Und Sie haben ein Annäherungsverbot. Das heißt, Sie dürfen sich... innerhalb von 500 Meter dieser Name nicht nähern. Und wenn ich das mal so überlege, also das sind mehr wie 500 Meter, das sind blinde. Das ist doch jetzt ein reiner Zufall, dass ich hier langkomme. Zufall? Das ist doch jetzt nicht geplant, dass ich Sie jetzt meine Freundin sehen Sie wussten doch, will. Dass die, Sie sind hier vorgefahren und sagten direkt, wo ist meine Freundin oder Ex-Freundin. Ja. Ich kann mich jetzt an den Wortlaut nicht erinnern. Als Motorradfahrer habe ich einen Blick fürs Weite und habe direkt das Auto gesehen. Also ich habe schon viel Bullshit gehört, aber so viel Bullshit habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ehrlich nicht. So, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Ich habe mich gefragt, Tim, vielleicht Sebastian irgendwelche Drogen gegeben, damit der diesen Unfall hier verursacht, damit er hier unschuldig ankommen kann? Oder kannten die beiden sich und haben gemeinsame Sache gemacht? Kennen Sie den Mann? Den? Ja. Nö, kenn ich. Sicher? Vielleicht habe ich den schon mal gesehen, aber jetzt so direkt kenn ich ihn nicht. Ganz sicher? Hast du mitgekriegt? Das Einzige, was ich jetzt bei Ihnen gefunden habe, war auch dieses Portemonnaie hier. Ja. Ist ein bisschen Bargeld drin, 100 Euro, das war's. Wie war der Name jetzt von ihm? Kartmann, Tim. Ach, guck mal an. Weißt du, was ich da gerade gefunden habe? Nee. Hier hinten? Sagt dir das was? Herr Kartmann, Sie haben ja einen Kameraverleih, sehe ich gerade, ne? Wie kommt denn der Herr an Ihre Visitenkarten? Ja, wie Sie schon sagen, ich habe Kameraverleih, da kann doch jeder x-beliebig rein. Ja, aber gerade haben Sie mir erzählt, Sie kennen den nicht. Ich kann mir auch nicht so gut Gesichter merken. Ich halte nicht aus. Behalte ich mal kurz. Ich gehe mal kurz rein ins Auto und schaue nochmal nach. Wir würden gerne mit der Dame losfahren. Der ist ja bei unseren Kollegen in guten Händen. Der scheint aber auch hackendicht zu sein, oder? Ja, keine Ahnung. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir einen Test machen. Und wir fahren los, ohne Was Sie. Was ist denn passiert mit Caro? Das hat Sie überhaupt nicht zu interessieren. In der Klinik erwartet die junge Frau jetzt ganz, ganz viel ärztliches Personal. Das Erste, was passiert, ist eine sogenannte Traumaspirale. Man wird gucken, sind innere Blutungen der Organe vorhanden? Ist dort alles in Ordnung? Sind Knochen gebrochen? Ja, und danach wird dann halt entschieden, wie es weitergeht. Bei Knochenbrüchen muss eventuell operiert werden, bei inneren Blutungen auf jeden Fall auch. Wobei wir innere Blutung weitgehend ausschließen können. Unfallfahrer Sebastian wirkt auf die Spezialisten seltsam berauscht. Beim Anblick der Pillen, die Georg Kuhn findet, wird jedoch plötzlich der Ex-Freund der angefahrenen Caro nervös. Die Beamten fragen sich, was der verurteilte Stalker mit den Drogen zu tun haben könnte und erfahren Unglaubliches. Den Sebastian ist der Nachbar von der Caro. So wie er aussieht, kann er gern mal was zum Feiern gebrauchen. Ein bisschen Kohle, ne? Da habe ich den Kohle gegeben. Damit er mir sagt, wo die Caro hinzieht. Ich habe mitbekommen, der Sebastian fährt den Umzugswagen von der Caro. Ja, so ist das gewesen. Es ist okay. Herr Kartmann? Wo ist das Problem? Das ist ein bisschen krank. So war das. Ein bisschen viel krank. Und Sie sind ja nicht umsonst schon angezeigt worden und haben ein Annäherungsverbot, ne? Ja, also ich weiß nicht, was da bei Ihnen schiefgelaufen ist, aber da ist einiges schiefgelaufen. Wir wissen zumindest Bescheid. Ich erteile Ihnen hiermit jetzt einen Platzverweis. Das heißt, Sie setzen sich auf Ihre Maschine, fahren nach Hause und bezüglich des Verstoßes des Annäherungsverbots bekommen Sie Post. So, danke schön, auf Wiedersehen. Das ist mir jetzt, genau. Tschüss. Du bist doch nicht mehr erfahren. Ja, alles klar. Verschwinde, sie will dich nie wiedersehen, ich dich auch nicht. Und das bitte zügig, ne? Und ich will Sie nicht im Krankenhaus nachher sehen. Das ist ja unfassbar. Da hat Tim Sebastian tatsächlich bestochen, damit der uns beschattet. Und der Idiot hat sich auch noch Drogen von dem Geld gekauft, die eingeworfen und ist ins Auto gestiegen. So, sollen wir mal zum Auto gehen? Krieg ich eine? Was fragen? Sie kriegen jetzt gar keine. Sie stehen jetzt auf. Ja, und dann gehen Sie mit den Gehtern. Hey. Ich beiß nicht, entspann dich, komm. Die Polizei hat zwei Päckchen mit vermutlich Drogen gefunden. Wenn er die eingeschmissen hat, ist es natürlich logisch, dass er total apathisch reagiert. Und ich glaube ihm auch, dass er nicht mit Absicht in diese Unfallstelle reingekracht ist. Aber trotzdem erklärt es dann natürlich einiges. Nee, wir müssen den da alleine rüber. Hin, dann nehme ich da hin. Ja, ich krieg's halt alleine hin. Ich hoffe einfach, dass Caro jetzt schnell wieder gesund wird. Und dann müssen wir wohl eine neue Wohnung suchen.
Karos Oberschenkel war gebrochen, konnte aber erfolgreich operiert werden. Weil der Ex-Freund der 25-Jährigen ihre neue Adresse herausfinden wollte, hatte er Umzugshelfer Sebastian mit Rauschmitteln bestochen. Der muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Lenas Schwester hat inzwischen eine neue Bleibe gefunden und endlich Ruhe vor ihrem stalkenden Ex.